Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier aus der Philipp-Nikolai-Kirche. Heute am letzten Sonntag nach Epiphanias. Mit diesem Sonntag endet der weihnachtliche Festkreis. Aber der Wochenspruch aus Jesaja 60 erinnert uns noch einmal an das wunderbare Kommen Gottes in unsere Welt. Über dir geht auf der Herr. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich an einen Sonnenaufgang. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Ein neuer Tag bricht an, Licht erhellt die Finsternis, Hoffnung und Zuversicht greifen Raum. Davon soll auch in unserem Gottesdienst die Rede sein. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Hören wir dieses schöne Kirchenlied neu vertont von unserem Kreiskantor Thomas Pelten. Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten und lassen uns dabei von Psalm 27 leiten. Gott ist uns Licht und Heil, vor wem sollten wir uns fürchten? Gott gibt uns Kraft und Mut, wovor sollten wir Angst haben? Wenn etwas auf uns zukommt, drohend und gefährlich, dann verlieren wir nicht den Mut. Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, dann denken wir daran, dass Gott uns hilft. Gott, sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. Lass uns den Weg deiner Güte gehen, denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst und das Leben kehrt wieder, das wir suchen. Amen. Wir hören Worte aus dem 2. Petrusbrief, dem 1. Kapitel. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und diese Stimme haben wir gehört kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, dass das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Ein neuer Tag bricht an, die Sonne geht auf über Jordanien. Fotografiert hat diesen schönen Moment die Studentin Alessa. Sie ist Mitglied in unserem Jugendausschuss und hat einige Zeit in Israel gelebt. Das Foto ist am frühen Morgen in der judäischen Wüste in Israel aufgenommen worden, hat sie mir erzählt. Über alle Grenzen hinweg breitet sich das Licht der Sonne aus und es wird langsam, aber unaufhaltsam heller. Ein Sonnenaufgang, der Länder verbindet, Licht, das Grenzen überwindet, das ist ein schönes und symbolträchtiges Bild. Dieses Bild hat mir Alessa zu Weihnachten geschenkt, zusammen mit einem Vers aus dem Johannesevangelium. Und da heißt es: Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht der Welt hatte das Volk Gottes lange herbeigesehnt. Die Propheten Israels haben es immer wieder angekündigt. Eine dieser Prophezeiungen haben wir eingangs gehört. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Eine ähnliche finden wir beim Propheten Maleachi. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Gottes Herrlichkeit, die Sonne der Gerechtigkeit, ist in Jesus Christus erschienen. Daran glauben wir als Christinnen und Christen. Und von diesem Jesus werden wunderbare und unglaubliche Geschichten erzählt. Er hat, so heißt es, tatsächlich Grenzen überwunden. Er ist auf Menschen zugegangen, mit denen sonst niemand zu tun haben wollte, hat Ausgegrenzte hineingenommen in seine Gemeinschaft. Jesus hat sich denen zugewandt, von denen sich andere abgewendet haben. Er hat Aussätzige geheilt und mit den verhassten Zöllnern zu Tisch gesessen. Jesus hat damals Geringgeachtete ganz besonders beachtet. Er hat Kinder gesegnet und Frauen in seinem Unterstützer- und Freundeskreis gehabt. Und letztlich hat er die schärfste aller Grenzen überwunden, den Tod. Mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes erschienen und die Sonne der Gerechtigkeit aufgegangen. Und sein Licht strahlt nun unaufhaltsam in jede Finsternis. Weil Jesus der Welt nicht nur gesagt, sondern auch bewiesen hat, wie groß Gottes Liebe und Güte ist, deshalb wird sich sein Licht auch ausbreiten in dieser Welt und in uns. Das ist die Hoffnung, die Zuversicht schenken kann, auch jetzt in dieser schwierigen und deprimierenden Zeit. Der zweite Petrusbrief verweist auf die Verheißung der Propheten und empfiehlt uns: Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ein neuer Tag bricht an, die Sonne geht auf, die dunkle Nacht weicht. Dieses Bild der Hoffnung und Zuversicht, das soll uns in dieser Woche begleiten. Öffnen wir ihm unser Herz. Amen. Wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen. Wir glauben an Gott, den Ursprung von allem, was geschaffen ist, die Quelle des Lebens, aus der alles fließt, das Ziel der Schöpfung, die auf Erlösung hofft. Wir glauben an Jesus Christus, den Gesandten der Liebe Gottes, von Maria geboren. Ein Mensch, der Kinder segnete, Frauen und Männer bewegte, Leben heilte und Grenzen überwand. Er wurde gekreuzigt.
In seinem Tod hat Gott die Macht des Bösen gebrochen und uns zur Liebe befreit. Er ist in unserer Mitte und ruft uns auf seinen Weg. Wir glauben an Gottes Geist, Weisheit von Gott, die wirkt, wo sie will. Sie gibt Kraft zur Versöhnung und schenkt Hoffnung, die auch der Tod nicht zerstört. In der Gemeinschaft der Glaubenden werden wir zu Brüdern und Schwestern, die nach Gerechtigkeit suchen. Wir erwarten Gottes Reich. Amen. Gott, du Licht der Welt, lass dein Licht auch in unserem Leben scheinen, damit wir erfahren, dass du bei uns bist. Unser Herz ist oft voll Trauer. Wir müssen Menschen loslassen, die zu uns gehört haben. Heute denken wir besonders an die Angehörigen von Doris Hüsing. Sie wurde 74 Jahre alt. Und an die Angehörigen von Werner Rajewski, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Und an die von Werner Struve. Er starb mit 87 Jahren. Gott, wir bitten dich für alle, die um die Verstorbenen trauern, sende ihnen ein Licht des Trostes. In diesen Zeiten, in denen wir mit einer Pandemie ungeahnten Ausmaßes kämpfen, befinden sich viele am Rande der Erschöpfung. Eltern und Lehrern und Kinder, Ärzte und Pflegepersonal und sicher auch die, die schwerwiegende politische Entscheidungen zu treffen haben. Viele Menschen sind in Existenznot geraten, viele sind einsam. Sende all diesen Menschen, sende uns allen ein Licht der Hoffnung und der Zuversicht und ein Licht, das uns den Weg aus der Finsternis leuchtet. Und alles, was wir noch auf dem Herzen haben, das nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Einen interaktiven Familiengottesdienst feiern, zur normalen Gottesdienstzeit um 10.45 Uhr. Geleitet wird der Gottesdienst von meiner Kollegin Susanne Zimmermann und alle Informationen dazu finden Sie auf dieser Homepage. Und nun kommt der Segen Gottes. Gott segne und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und aller Welt Frieden. Amen. Musik.